Zunächst einmal würden wir gerne von Ihnen erfahren, was die Handschrift Ihrer Küche ist, also typisch für Ihren Stil und welche Produkte für Sie unverzichtbar sind. Also das Einzige, was für mich unverzichtbar ist, ist Fantasie, Kreativität. An Produkten glaube ich, dass wenn einer ein guter Koch ist, kann er aus jedem Produkt etwas Gutes machen. Und so nehmen wir uns ja auch fast alles vor. Ich habe kein aktuelles Lieblingsprodukt. Also, aber Sie haben ja einen eigenen Kräuter- und Gemüsegarten. Ja, wir haben einen Kräuter- und Gemüsegarten, den plündern wir ja auch reichlich. Im Augenblick ist das ein bisschen schwierig, aber das kommt ja wieder. Nur, ich glaube, zum Thema Handschrift, glaube ich, dass unsere Teller immer relativ leicht zu erkennen sind, weil viele von den Tellern sind halt immer eine Deklination von irgendeinem Produkt. Beim Lamm gab es sehr unterschiedliche Zubereitungen von einer Süßkartoffel. Bei dem Rind gab es ganz unterschiedliche Sachen, 4, 5 verschiedene Sachen aus Aubergine. Und dadurch kann man halt auch mal schön ein Produkt wirklich zeigen und intensiv zeigen. Also das klassische Thema Produktküche. Ja. Ja. Handschrift wäre auch im Grunde schon das nächste Stichwort. Gibt es denn so ein Signature-Dish, so einen Gang, den jeder bei Ihnen mal probiert haben müsste? Findet sich wahrscheinlich gar nicht auf der Karte bei der Fluktuation, ne? Na, so groß ist die Fluktuation ja gar nicht. Wir versuchen da mehr Evolution statt Revolution zu machen. Aber ein paar Klassiker kommen natürlich immer mal wieder. Ich finde, zwei Zubereitungen zum Reh gehören da ganz sicherlich rein. Das Reh im Sud exotischer Gewürze. Das heißt, wir müssen im Herbst auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Ja, oder im Mai, dann machen wir das mit Maibockrücken. Okay. Das ist auf jeden Fall eins von den Gerichten. Ein All-Time-Darling von mir ist das Puree, das wir mal gemacht haben. Ein ganz neuer Ansatz, mal eine Soße, einen Fond zu machen, die nur einen Geschmack hat, nämlich den Eigengeschmack des Tieres, das verarbeitet wurde. Ganz sicher bei den Signature Dishes ist auch das Lamm von vorne bis hinten, wo wir Bries, Nacken, Schulter, Rücken, Leber und Lammschwanz gemacht haben. Und dazu gab es halt Gemüse und Kräuter, die es frisst. Das war ein ganz tolles Gericht. Aber es sind mittlerweile so viele Sachen aus der Dessertabteilung, der Apfel, in ganz unterschiedlichen Zubereitungen, von heiß bis eiskalt. Ja, aber das ist ja schon mal was, sage ich mal, wo die Leute sich so ein bisschen orientieren können, dass sie wissen, das ist so ein ganz typischer Bühnergang, sage ich mal. Zur Karte wäre dann auch im Grunde die nächste Frage, die wir an Sie haben. Ist die Carte Blanche die Zukunft oder wird es auch immer noch eine Notwendigkeit für à la carte geben? Oder wie sehen Sie das? Ich weiß nicht. Wir haben uns ja dafür entschieden, 2 Menüs zu machen. Also eigentlich müsste ich jetzt sagen, beides ist nicht meins. Weder die à la carte Karte noch die Carte Blanche. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Gäste hier reinkommen, dass sie gerne vorher sehen wollen, was sie essen. Das erleichtert natürlich auch die Weinauswahl und sich einfach ein bisschen besser darauf einzustellen. Ich kann mir die Carte Blanche für mich nicht vorstellen. Eine große à la carte Karte kann ich mir aber auch nicht vorstellen, weil die den Gast ja immer auch stutzig machen muss. Weil so viel Mise en Place kann man nicht haben. Und auf jeder Karte sind Renner und Penner. Und wenn man sich dann mal, jede à la carte Karte sind Renner und Penner. Und wenn man sich dann fürs Falsche entscheidet, dann ist das nicht okay, also im Grunde die goldene Mitte, 2 Menüs, um den Gästen ein bisschen Auswahl zu lassen. Ist denn in der Küche eine klare Hierarchie mit kurzen Kommandos immer noch notwendig oder ist Teamgeist heutzutage wichtiger? Also das ist, für mich ist Kochen Mannschaftsspiel und ich mache das, ich seh mich mehr als Trainer, als da der einzig tolle Spieler in der Mannschaft. Wir machen das sehr kameradschaftlich. Ich werde niemals laut, brauche ich auch nicht, weil ich habe sehr gute Mitarbeiter. Wenn sie nicht gut wären, wären sie nicht bei mir. Also von daher, es ist ein Mannschaftsspiel, wo alle Teile eine bestimmte Aufgabe haben und die man halt dann zusammenführt. Ich finde allerdings auch super wichtig, bei den Mitarbeitern nicht zu schauen, wo haben sie ihre Schwächen, sondern ich profitiere ausschließlich von den Stärken der Mitarbeiter und suche halt auch nur die Stärken bei denen. Stärken wäre auch im Grunde der nächste Begriff. Was wäre denn Ihr heutiger Beruf, wenn Sie nicht Küchenchef geworden wären? Eben haben Sie schon gesagt Millionär, aber das können Sie als Küchenchef ja noch locker werden. Gibt es denn was, das Sie nicht werden können? Also das halte ich, das ist die einzige Geschichte, die ich für absolut ausgeschlossen halte. Nee, ich habe das nur im Spaß gesagt, Millionär, aber ich glaube... Ja, die Kass und Co. haben es ja immerhin geschafft, ja. Ja gut, die stehen ja auch nicht mehr so in der Küche. Die sind ja mehr Unternehmer als Küchenchef, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, dass
das ein Beruf ist, den ich super gerne mache, das glaube ich nicht nur, das weiß ich, aber den man mit so viel Engagement machen muss. Und sonst wird es nichts. Und wenn ich dieses Engagement in irgendetwas anderes reingesteckt hätte, hätte es auch funktioniert. Gibt es denn da irgendwas Konkretes, was Sie gern geworden wären? Nee, ich glaube, es wäre was... Immer schon Koch. Ja, ich habe ja am Anfang gar nicht gewusst, was ich werden soll. Hm? Und habe dann auf Empfehlung von einem Lehrer einen Eignungstest beim Arbeitsamt gemacht. Und hatte die meisten Punkte bei Bäcker, Koch und Landwirt. Und habe mich ja dann schlussendlich für den Koch entschieden. Und dann war das ja auch gut. Also deswegen, so viele Alternativen hätte ich gar nicht. Aber ich glaube, es wäre was Kreatives geworden. Zum Thema Alternativen, werden Sie denn in 10 Jahren immer noch in der Küche arbeiten oder dann Unternehmer sein oder was wird dann Ihre Aufgabe sein? Also im Grunde genommen mit den Auszeichnungen und das, was wir erreicht haben, habe ich ja nur noch eine Sache, die ich wirklich schaffen muss. Ich muss gesund bleiben. Nur dann brauche ich mir über die nächsten 10 Jahre Gedanken machen. Dass Sie gesünder geworden sind, das haben wir ja schon gesehen. Ja, ja. Freut uns das. Also wenn es nach meinem Wunsch geht, ich würde gerne weiter in der Küche arbeiten. Ich mache das gerne. Mittlerweile ist ja auch die Blickrichtung eine andere. Mit jungen Leuten arbeite ich ja nun Gott sei Dank zusammen. Ich finde aber auch schön dieses Arbeiten mit den frischen Produkten, das kreative Arbeiten, abends die Gäste zu treffen und so. Das würde mir fehlen, wenn ich was anderes machen würde. Was ist denn das größte Missgeschick, das Ihnen in der Küche einmal widerfahren ist? Ja, das hört sich jetzt blöd an, wenn ich sage, ich weiß es nicht. Klar ist uns auch schon mal was runtergefallen oder ja, so richtig was daneben. Aber irgendwas so Epochales, was hängen blieb, ist verdrängt zumindest. Wahrscheinlich verdrängt. Aber ich glaube, da ist jedem schon irgendetwas passiert. Ich weiß nicht. Okay. Sachen vergessen, aber ich finde auch nicht, dass das irgendwie dramatisch ist. Wenn ein Missgeschick in der Küche passiert, passiert es halt in der Küche. Dann kommt es drauf an, wie es beim Gast ankommt. Serviere ich dieses Missgeschick dem Gast oder gehe ich hin und sage, sorry, uns ist ein Fehler passiert, wir machen das Gericht nochmal neu, servieren in zwischendurch eine Kleinigkeit oder sowas und dann ist es ja kein Missgeschick mehr. Unabhängig davon, ob es ein Sternerestaurant war oder Hausmannskost, was war Ihr erinnerungswürdigstes Essen? Oder welche vielleicht im Plural, wenn das so die Frage einfach Also ich habe ein Essen bei Jean-Georges Klein. Im Bärental? Im Kopf Bärental, dort mal gemeinsam mit Harald Wohlfahrt. Das war so lustig und auch so ein tolles Essen. So, da war ich vollkommen begeistert. Das finde ich auch wichtig. Das ist eine Aufgabe, die so ein Essen halt erledigen muss. Es muss auch Emotionen wecken. Unterhaltsam sein. Unterhaltsam sein, aber es muss auch Emotionen wecken. Für mich war das damals eine ganz andere Welt. Also das fand ich schon beeindruckend. War auch jetzt kulinarisch für Sie eine Inspiration, jetzt nicht nur vom Unterhaltungswert her. Ja, auf jeden Fall. Was servieren Sie denn selbst, wenn Sie Freunde zu Hause haben? Gar nichts. Also, wenn Freunde mein Essen wollen, müssen sie ins Slavik kommen. Nein, aber man hat ja mal Freunde zu Gast. Ja, wenn kocht die Frau Kanagaratner. Also die kocht auch ganz hervorragend. Die kocht tamilische Küche, so südindisch und die kocht dann. Ich bin kein guter Hobbykoch. Okay. Die macht das total gerne. Sie kann sich, für mich ist das Arbeit, die kann sich beim Kochen entspannen. Also perfekte Aufgabenteilung. Ja, genau. Haben Sie denn einen unerfüllten kulinarischen Traum, was Sie noch machen wollen, wo vielleicht die Zeit bis heute zu fehlt oder was man so nicht verwirklichen konnte aus verschiedensten Gründen? Ach, ich könnte jetzt wie die meisten sagen, einmal um die Welt reisen, ein Jahr Pause machen oder sowas. Eigentlich ist es das gar nicht. Ich genieße das so, wie das im Augenblick ist, weil wenn es ein wirklich kulinarischer Traum sein sollte, ich würde mal gerne so einen richtig perfekten Spargel probieren, wo Sie eine Stange Spargel auf dem Teller liegen haben und sagen, boah, Wahnsinn. Ist ja jetzt die Zeit. Ja, weil das schließt sich schon durch mehrere Sachen aus. Also Spargelbauern sind auch Bauern, Winzer sind auch Bauern, aber Weinbauern, aber anscheinend die intelligenteren. Ich kann nach wie vor nicht verstehen, am Anfang der Spargelzeit, warum es keinen Frühspargel gibt, der so deklariert ist, mit einem bestimmten Geschmack oder dann vielleicht noch ein Spargel, eine alte Sorte, die mehr Bitterstoffe hat oder sowas. Und dann gibt es ganz am Ende, wird er einfach immer violetter und dann kommt so ein Spätspargel, so wie Eisweine oder Trockenbeeren auslesen oder sowas. Ich kann noch nicht mal, ich finde das finde ich so faszinierend. Spargel ist so ein großes Thema in Deutschland. Die Bauern sind so blöd, mal Sorten zu definieren. Ich kenne ja noch Erdbeersorten, Kartoffelsorten, aber sag mir mal einer eine Spargelsorte. Und so. Und ich würde mal gern so ein perfektes Ding halt finden. Okay. Das heißt, das wäre ein kulinarischer Wunsch. Den könnte man aber auch hier verwirklichen im Grunde.
in diesen kulinarischen Wunsch. Das heißt, letztendlich leben Sie ja Ihren kulinarischen Traum dann hier, so wie ich Sie verstanden habe. Ja, aber ich... Also, wir bauen jetzt keinen Spargel bei uns im Garten. Da fange ich nicht mit an. Dann mache ich lieber erst andere Sachen. Okay, gut, dann bedanken wir uns vielmals bei Ihnen für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Und ja, gerne. Es war ein schöner Tag. Danke sehr. Dankeschön.